Also wir brauchen noch diese Weizensamen auf jeden Fall. Dieses eine Pflanzending, dieses ein bisschen weiterentwickeltere, wie das aussah, oder zumindest größere Pflanzending, das hatte welche bei. Oha, jetzt geht's wieder los. Die haben sowas nicht dabei, ne? Oha, jetzt habe ich schon wieder diese Taste gedrückt. Das war keine gute Idee. Aber wir schauen uns das an. Pilze haben die, okay. Chillet. Das Chillet könnten wir eigentlich mal machen, ne? Fangen wir nochmal. Ich finde das Chillet mega süß. Ich werde das auf jeden Fall nochmal fangen und weiterzüchten auf jeden Fall auch. Ich will das nicht kaputt machen, deswegen mache ich jetzt keine andere Attacke. Und hier, wie konnte man das nochmal wechseln? Oh, fuck, jetzt habe ich wieder E gedrückt. Shit. Oh, ich bin einfach so hohl. So viel zu Chillet fangen. Ich wollte wissen, wie ich hier nochmal die Dinger scrolle. Wie geht das nochmal hier? Mit Q. 2. Auf 2, das wollte ich wissen. Okay, jetzt weiß ich's. Es ist nur leider zu spät. Manchmal, ne? Ich weiß nicht, wie viel wir mitnehmen können, bis wir überladen sind. Geht das jetzt noch? Sieht gut aus. Das hatten wir auch schon mal, dieses komische Eichhörnchen. Mal eh. Das mit Ehrensamen. Okay. Ah, naja, man muss es ja testen, ne? Hier sind diesmal keine Früchte dran, wie man sieht. Ade. Ich bin noch. Okay. Oder ist das Mammut wieder? Hat es immer noch Agro? Nein, ne? Das ist weggegangen. Da ist so einer. Guck, die hier, diese Dinosum da. Die brauchen wir. Da. Ist so ausdauerrecht nicht. Warte. Wir machen das einmal mit dieser Bombe. Geht's nochmal? Nein. Kann auf den drücken. Oha. Versuchen zu fahren. Oha, okay, das ist wahrscheinlich nicht der beste Ball dafür. Nochmal. Haben schon bleibt drin. Okay, und? Weizensamen? Kein Weizensamen. Wow. Hätte ja klappen können. Okay. Absteigen. So.
So. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert mit dem Produzieren. Ja, guck mal, wir können einen Eisenbruch. Hä? Aber ich hab da schon einen. Lol. Einen Eisenbruch? Aber keiner macht da was. Lol. Welcher ist denn dafür zuständig? Welchen habe ich da eingesetzt? Warte mal. Der hier? Ja. Den habe ich dafür eingesetzt. Okay, warte, dann müssen wir den zuteilen. Hallo? Oh. Hallo, Junge. Du machst hier. Das ist wichtig. Der Gerät. Herzbruch. Machst du das? Nein? Haut ab. Deine Mama! Komm her! Ich raste aus, ne? Kannst du bitte mitkommen? In der Nähe gibt es nichts zu tun. Du machst das jetzt? Stein! Es gibt nichts zu tun. Arbeitssuchmodus aktiviert. Weil der... Guck mal, ich hasse das, ne? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Guck mal, wie klein auf immer mein Radius ist hier von dem ganzen Scheiß. Das ist echt nervig. Ich habe gedacht, ich habe noch keinen Erzbruch gemacht, aber ich habe wohl einen. Das nervt mich jetzt ehrlich. Egal. Noch mehr Schlüssel. Wahrscheinlich hat uns schon wieder irgendwer besucht. Ewig, ey. Brot, okay. Okay, ich schau mal hier. Ausgebrütet. Okay. Arsox. Okay, das muss ich mir jetzt anschauen. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist ja cool. Wir schauen es uns an. Ja, E drücken. Arsox. Das ist noch gut. Was kann denn der? Der hat Feuer 2. Und Holz. Was ja gut ist, weil dann können wir den ersetzen mit dem hier. Aber er hat die Passivfähigkeit Forstmeister und der nicht. Egal, ich ersetze ihn trotzdem. Können wir uns den auch anschauen. Er ist ja lustig. Erzeugt Feuer. Ja, erzeug mal. Kann ich mitnehmen? Du mal hier.
So, marinierte Pilze. Warte, machen wir erstmal die ungewöhnlichen Sachen. Okay, warte, die normalen Bären, hatten wir welche mit? Ja. Okay, noch das Palladium und dann gehen wir mal rein. Den Kram ablegen. Entschuldigung. Guck auf irgendwie. Bauteil. Geld. Okay, dann haben wir das. Wie der mit seinem Hinterteil wobbelt, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber gut. I don't judge. Macht jetzt der Fuchs? Badet der gerade oder so? Ah ja, der badet. Okay, und das ist ungenutzt. Ja, dann repariere ich nur noch ganz kurz und dann gehen wir nochmal weiterziehen. Was aber jetzt auch bedeutet, wir brauchen nicht unbedingt Dings. Oh mein Gott, wir brauchen nicht unbedingt Palz fangen, es sei denn, wir haben die noch nicht und wollen die haben. Und wir brauchen auch nicht unbedingt Erz sammeln, das heißt, wir können jetzt einfach erkunden gehen. Ach, guck mal, da ist noch einer von denen. Ich töte den jetzt aber einfach in der Hoffnung. Und tschüss. Und? Was haben wir bekommen? Haldium. Auch nichts. Nichts verloren. Nicht. Ah, egal. Das ist wohl so. Boah, das fließt mir echt zu langsam. Mehr Spaß auf dem Chillet, glaube ich. Ich weiß, ich könnte mich teleportieren, aber ich will ja ein bisschen rumschauen. So,
Hier kriegen wir dieses Gummislob, genau. Was da? Ist das was? Das ist nur ein leeres Podest. Das sieht aus wie etwas. Ja, was ist ein leeres Podest? Ja, wunderbar. Dann hat sich's ja gelohnt, hör mal. Ist jetzt. Sind jetzt wieder die Eier da? Nicht so, ne? Cool. Verrecken wir jetzt wieder. Könnte passieren. Ja, wir haben es geschafft, okay. Kann man die eigentlich auch angreifen, nur mal so zu... Okay, es geht. Frage beantwortet. Angriffe von dem Chillit sind gerade ein bisschen scheiße, finde ich. Aber ich kann ja nicht beeinflussen jetzt momentan, was der lernt. Automatisch, wenn er auflevelt. Also wir brauchen bessere Pflanzenviechers. Ja, wie wär's, wenn wir dann einfach mal dahin gehen? Müssen wir, ist das die richtige Richtung? Ja, und zwar dann nicht dahin, sondern hier hinten. Ne? Versuch's. Oh, guck mal, hier ist ein Ei. Nehmen wir mit. Nein, ich will das Ei. Nicht absichtlich. Ups. Ups. Alter Bogen. Hm, was ist das? Siedlung? Oh, Bucket. Davon habe ich, glaube ich, noch nicht viele. Oh, das habe ich einfach so geworfen. Ich bin doof. War ein pazifistischer Angriff. Also ich wollte hier unten das Dorf schauen. Oh, hier sind so viele Wälder, Mann, das ist mir alles im Gesicht hier. Uhu. Kleines Dorf. Ja, wunderbar. Komme ich da jetzt weiter? Kälte. Haben wir einen anderen Fall? Ich habe keinen Feuerpfeil mit, ne? Egal, wir gucken uns erstmal. Also freigeschaltet. Absteigen. Hallo, absteigen! Ja. Nehmen wir den. Ja. Ehren pflücken? Was? Ha! Was mache ich denn dann? F? Ich peile nicht so richtig, wie ich dann jetzt ihm sage, dass er Bären pflücken soll, ja? Ja. Wunderbares Dorf, oder? Ich bin begeistert. Aha. Vorsteher. Ist dir schon mal ein Pall nach einem gegnerischen Angriff abhanden gekommen? Wenn du einen Pall aus den Augen verloren hast,
Frag doch mal bei diesem Perlhändler nach, okay. Und Überfall, ach so, okay. Wenn ein Perl auf dem Markt verkauft wird, kannst du ihn vielleicht zurückkaufen. Das Rain-Syndikat verkauft gestohlen oder gewilderte Perls durch solche Händler. Die sind ein übler Haufen, wenn sich doch nur jemand ihren Anführer verknüpfen würde. Großer, starker Perl beim Weg gelaufen. Meine Hypothese ist ja, dass solche Perls so etwas wie Anführer sind, die andere Perls in der Gegend kontrollieren. Wenn man so einen zu seinem Gefährten machen könnte, wäre er schon praktisch, aber sei bloß vorsichtig, die sind mega stark. Okay, ich glaube, wir sollten mal kurz zu unserem Lager gehen. Machen wir mal schnell. Und unsere Viecher schlafen alle. Wer greift denn mein Lager an? Ich sehe niemanden. Oder sind die noch auf dem Weg? Wurde ich ein bisschen vorgewarnt, dass ich ein bisschen Zeit habe. Heide und Knopf. In den Seil. Da. Toko. Hm? Quatsch. Ich mach das mal so. F? Hey, die sind ja irgendwo. Wo läuft denn der hin, Junge? Okay, das ist ja voll der Angriff. Hey. Okay, das hatte ich noch nicht. Wo ist das andere? Danger? Ich sehe keinen Danger mehr. Oder wurde der eliminiert? Ich bin unsicher. Nee, manche Sachen sind hier einfach nur wild. Kann ich nicht absteigen wieder? Okay, ja, wie machen wir das jetzt? Ich lege nochmal den Kram ab, den ich da gerade gefunden habe. Ist nicht viel, ich weiß, aber nimmt schon ein bisschen Platz weg, wie man sieht. Ich weiß nicht wohin mit Schießpulver. Vielleicht doch hier. Eins, wenn es falsch ist, dann wird sich das schon verbrauchen. So. Okay. Auch nicht fertig. Rezept.
Nein, ich so. Es ist schwer, immer die richtige Truhe auszuwählen. So. Irgendwie eine größere Gefriertruhe, aber ja, wird man wohl nicht hinkriegen. Alles gemacht? Moment, ich will, dass das schneller geht hier. So lange werden wir uns jetzt nicht mehr hier einmischen. Wir gehen gleich wieder weiter. Okay, also das Gleiche. Okay. Fertig. Gleich. Sollen wir das noch abwarten? Vielleicht ist es ja ein gutes Pokémon. Tal. Was wollten wir denn noch? Nochmal nach Bauen schauen, ne? Hatten wir ja alles schon gemacht. Die Hochöfen. Tals. Wie gesagt, dafür brauchen wir Torten. Ja, als Motivation zum Eierlegen wird Torte benötigt.